So, hallo, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist mein Mann zur Pepper Challenge nominiert worden. Und da er freiwillig von sich aus nicht gut macht, werde ich ihn jetzt einfach überraschen. Schatz, komm her. Du weißt, was kommt? Du bist nominiert worden und du solltest mit gutem Beispiel vorangehen. Ich filme schon. Du musst gar nicht suchen, ich hätte hier noch eine. Ach, die kleinste auch noch. Also Schatz, weißt du Bescheid? Ja, leider. Da ich ja am 1. Mai von Thomas Thiel nominiert worden bin, bei der ALS Pepper Challenge mitzumachen, kommt hier mein Beitrag. Ich habe jetzt schon Angst vor dem Ding. Wie ihr wisst, geht es ja um ALS. Wir wollen ein bisschen Aufmerksamkeit bringen damit in der Öffentlichkeit, dass die Krankheit einfach mehr in der Öffentlichkeit bekannt wird. Deswegen auch die Pepper Challenge. Wie es funktioniert, wisst ihr ja bestimmt alle. Man wird nominiert. Man muss eine Chili essen. Jetzt fangen wir an zu essen, komm. Und hat dann 7 Tage Zeit, ein Video zu drehen. Yes. Oh Gott. Oh, wie kleine Spitze gibt es jetzt. Mmh. Oh. Geht's, Schatz? Geht's, Schatz? Die Kerne sind etwas schwer zu kauen. Du darfst nominieren. Nein, nein. Warte. Hey, Schatzi. Kannst du dich selber kurz filmen? Oh, jetzt ruft jemand an. Sven ruft an. Sven, du wirst nominiert. Moment. Puh, ich brauche erstmal Luft. Oh, uns läuft ja die. Oh. Mami, hier schnell, Schatz, das Baby weint, Telefon klingelt. Oh Gott. Oh Gott, ist das scharf. Da sie ja bei uns schon recht gut anläuft, die Pepper Challenge, streuen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen. Einmal in Richtung Osten möchte ich den Mike Pötsch nominieren. Dann einmal Richtung Holland, Sven Lehmann. Ich wünsche dir viel Spaß. Und einmal den T2-Bus mit Marc Linke. Und der Special Guest, den ALS Mobil, vor allem voran den Jens. Jens, ich bin morgen in Berlin. Ich könnte die Chili gleich mitbringen. So, und jetzt brauche ich ja Milch. Also, viel Spaß. Ich freue mich auf die Videos.